Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchten wir uns doch gerne einmal die Neugestaltung meines Guppy-Aquariums ansehen. Also bleibt dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir nun sehen werden, was sich seit den letzten Malen hier so getan hat. Hier bei diesem Aquarium kann ich nun nicht nur auf die neuen Pflanzen eingehen, sondern auch auf die geänderte Dekoration. Und da zoomen wir doch einfach mal etwas herein, denn beim Besatz hat sich im Großen und Ganzen wohl hier nichts verändert. Aber dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass hier dieser schwammige Kerl und seine verschiedenen Freunde sich nicht mehr in diesem Aquarium befinden, wohingegen dieser Taucher hier doch noch immer seinen Teil zum Ambiente beiträgt. Genauso wie das Piratenschiff, das eben durch seine höhlenartige Form den Panzerwelsen und den, in diesem Fall Panda-Welsen, sehr gut gefällt und sie sich da gerne aufhalten. Aber ich denke, im Großen und Ganzen möchte ich euch hier nur einen Überblick darüber geben, welche Pflanzen wir hier sehen können. Frisch eingepflanzt sehen wir hier unter anderem einmal unseren indischen, beziehungsweise unsere indische Sternpflanze, die ihren Namen daher hat, dass sie so sternförmig aussieht hier. Und die ist auch bekannt unter dem guten alten Namen Pogostemon erectus, das natürlich hier nicht misszuverstehen ist. Und wir haben hier noch viele weitere Pflanzen, unter anderem auch die Bacopa carolinia, die unter anderem ja auch sehr beliebt ist in den Aquariumkreisen. Die kennt bestimmt der ein oder andere von euch auch. Und nicht zuletzt hier vorne noch etwas, nämlich unseren ebenfalls indischen, aber dieses Mal indischen Wasserfreund, auch genannt Hygrophyta polysperma oder Polysperma. Also von daher sind diese Pflanzen doch etwas zweideutig benannt, meiner Meinung nach. Aber im Großen und Ganzen geht es hier nicht nur um die Namen, sondern auch, was sie bewirken in diesem Aquarium. Und zwar gehe ich davon aus, dass sie dafür sorgen werden, dass meine Guppies hier sich jetzt auch in Zukunft etwas wohler fühlen werden. Denn unter anderem war das Problem, ich hatte hier Wasserpest drin, die dann allerdings, wie wir hier hinten sehen, etwas abgemagert ist und teilweise auch abgestorben. Zuerst ist sie sehr immens gewachsen und dann, wie gesagt, hat sie sich wieder ausgedünnt und dadurch ein womögliches Nährstoffungleichgewicht verursacht. Deswegen wurden die eben jetzt entfernt und durch diese schönen neuen Pflanzen hier ersetzt, die meiner Meinung nach doch schon einen etwas anderen Anreiz bieten. Die sind nämlich doch sehr unterschiedlich und doch auch mal eine Abwechslung zu den ganzen Wasserpesten, Muschelblumen etc., die ich ja unter anderem habe. Vielleicht lege ich mir sowas auch noch in meinem großen Aquarium zu, wo ich zurzeit ja nur kleine Krebstierchen halte. Aber hier halte ich nämlich, wie wir sie jetzt auch schon gesehen haben, meine Guppies. Und wie man sieht, sind sie doch verteilt im Aquarium, wenngleich sie jetzt doch schon wieder recht weit oben sind. Aber auch nicht alle. Ich denke, manchmal tauchen sie ab und manchmal steigen sie auf. Hier wurde wohl auch dem Letzt erst gefüttert und wenn es Futter gibt, kommen die an die Oberfläche. Und dann fressen sie nämlich, und das ist auch ein gutes Zeichen. Und dieses Mal sind sie ja noch sehr vital. Oben, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hier drin befindet sich mein automatischer Futterspender, sodass die Guppies hier auch niemals verhungern werden. Und ich denke, so können wir jetzt sehen, wie das hier sich doch geändert hat. Diesen etwas eigenartig anmutenden lilanen Ball behalte ich allerdings. Wobei man aufpassen muss, das könnten Rotalgen sein, wenn nicht gar sogar Pinselalgen. Und die verbreiten sich dann im ganzen Aquarium. Aber er ist ja hier auch abgeschirmt durch diese Wurzel hier. Also hoffe ich mal, dass sich das nicht weiter verbreitet. Beim Besatz, wie erwähnt, hat sich hier nichts getan. Aber wir sehen doch, dass einige meiner Jungguppies schon herangewachsen sind. Und das ist doch schön. Hier ist doch schon fast ausgewachsen. Halb so groß, würde ich sagen. Aber hier sehen wir auch mal ein seltenes Exemplar im mittleren Entwicklungsstadium. Und hier oben dann das weibliche Pendant. Wir wissen also inzwischen auch, dass die Weibchen die blasseren sind und die Männchen die farbenfroheren mit dem Schwanz. Und dieser hier hat im Vergleich zu seinen Artgenossen doch noch einen recht kurzen. Und deswegen gehe ich davon aus, der wird noch ziemlich jung sein.
Wobei Guppies auch in der Regel erst beim Heranwachsen nach einiger Zeit diese Farbe überhaupt ausbilden. Aber zu dem Thema könnt ihr gerne meine anderen Videos auf diesem Kanal schauen. Über die Guppies habe ich auch schon das ein oder andere hier mit euch geteilt. Hier am Grund können wir auch noch mal erkennen, wo sich die Welse so aufhalten. Und dort befinden sie sich und ruhen. Und dann schwimmen sie umher, aber stets am Boden und fressen dort die übrig gebliebenen Reste. Von daher sind auch die Welse hier immer wirklich gute, hilfsreiche, naja, sagen wir mal, Müllpolizisten im Aquarium, die dafür sorgen, dass hier nichts weiter am Boden verrottet, denn so entsteht Nitrit oder Nitrat. Und damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen Einblick über diese Pflanzen erhalten. Ich kann hier zum Abschluss noch sagen, dass ich gerne zu jeder dieser Pflanzen auch nochmal ein eigenes Video anfertigen werde, um euch die entsprechenden Bedingungen zu erläutern, unter denen ihr sie halten solltet. Denn diese indischen Pflanzen hier, könnte ich mir vorstellen, mögen es nicht ganz so kalt wie beispielsweise unser Quellmoos, das selbst bei 12 Grad und kälter noch tatsächlich nicht absterben wird. Von daher, verschiedene Wasserpflanzen gibt es viele und schon einige davon auf meinem Kanal vorgestellt und bald vielleicht auch diese. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Fragen habt, beispielsweise zum Wasserwechsel, den nehme ich ja hier zum Drittel vor, alle 2 Wochen. Ansonsten würde es mich und die anderen Aquariumfreunde doch sehr interessieren, was ihr in den Kommentaren zu sagen habt. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer. Das war's.